Grünen hat nun der Abgeordnete Mustafizade das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt, Herr Präsident, war ich etwas überrascht, dass Sie nicht eingegriffen haben, und zwar an einer Stelle, als der Kollege Gerlings hier vorgetragen hat. Ich hatte bisher gedacht, dass Entscheidungen des Präsidiums oder auch Entscheidungen von Sitzungsvorständen entweder im Ältestenrat oder in dafür vorgesehenen Obleuterunden verhandelt werden und nicht hier im Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber um auch auf die Anhörung, Herr Kollege Höhne, zurückzukommen, was die Länge der Anhörung beiträgt, kann ich nur Folgendes mitteilen den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier heute hier sind. Der Kollege Höhne hatte keine Frage an die Sachverständigen, als die erste Runde an die FDP ging. Und das passt letztlich auch ins Bild des ganzen Verfahrens, was Sie hier abgeliefert haben. Sie haben im letzten Jahr, am 10.10., hat der Innenminister Reul hier ein Gesetz eingebracht. Und ich zitiere aus dem Plenarprotokoll: Aktuelle Veränderungen im Landtags- und Bundestagswahlrecht sind ebenso zu berücksichtigen wie Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis. Zugleich sind die Vorschriften an die jüngste Rechtsprechung anzupassen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung trägt diesen Anforderungen Rechnung. Meine Damen und Herren, die Landesregierung sagt keine Notwendigkeit, die Stichwahl bei Bürgermeisterinnen und Bürgern abzuschaffen. Das ist die Ausgangslage, mit der wir gestartet sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann, Herr Kollege Gerlings, um Ihnen das mal sehr klar zu sagen, wer das Wahlrecht ändert, muss es begründen und nicht die Opposition, die es nicht will. Und das haben Sie nicht getan. Wo ist denn die Erforderlichkeit, dass die Stichwahl abgeschafft werden soll? Dass weniger Stichwahlen da sind, ist doch nicht der Punkt. Wir haben eine höhere Zustimmung in allen 43 Stichwahlen, die im Kreisangehörigenraum 2015 stattgefunden haben. Selbst die Zweitplatzierten hatten in der Regel noch die Mehrheit, noch mehr Stimmen als ersten Wahlgang. Und ein Drittel der derjenigen haben auch noch gewechselt in der Wahl. Das zeigt, die Stichwahl ist gut, sie wirkt und sie führt zu den richtigen Ergebnissen. Und sie liegen, ehrlich gesagt, auch schlichtweg normativ falsch. Es geht doch um die Zustimmung zu demjenigen, der Oberbürgermeister oder Bürgermeisterin wird. Die Zustimmung der jeweiligen Person wächst mit der Stichwahl. Sie nimmt nicht ab. Das hätte auch der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs Dr. Bertrams in seiner Stellungnahme im Kölner Stadtanzeiger klargemacht. Sie liegen sogar normativ völlig falsch bei der Beurteilung Ihres eigenen Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. Und anders als Herr Dr. Gerlings sehe ich auch, dass sich seit der zweiten Lesung sehr wohl eine ganze Menge verändert hat. Wir hatten gestern Nachmittag die Gelegenheit, den Verfassungsminister hier zu befragen. Und der Verfassungsminister hat ein ziemlich klares Bild abgegeben. Er hat nämlich gesagt, kann man machen, muss man nicht machen. Das ist aber nicht die Herleitung, die das Verfassungsgericht fordert. Das Verfassungsgericht sagt, ihr müsst nachweisen, dass es erforderlich ist, nicht ob es euch Spaß macht oder nicht Spaß macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, Herr Innenminister Reul, wäre es erforderlich gewesen, dass Ihr Haus sich systematisch mit den Fakten seit der Wahl 2011, nämlich als die Stichwahl hier wieder eingeführt worden ist, auseinandergesetzt hätte. Es hat eine Auseinandersetzung gegeben, nämlich mit der Wiedereinführung, und auch 2014 hat das Innenministerium damals unter Führung von Ralf Jäger sehr wohl eine Beurteilung vorgenommen. Die Evaluation hat auch damals ergeben, die Wiedereinführung der Stichwahl war erfolgreich und sie war auch sinnvoll. Und das ist der Stand, den wir im Moment von der Regierung auf den Tisch gelegt bekommen haben. Wir haben keine neuen Zahlen bekommen von der Regierung, keine neuen Fakten, keine Veränderung der Meinungsbildung. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ich das so interpretieren, Sie halten es auch nicht für erforderlich, diese Zahlen vorzulegen und das nachweisen zu können oder auch zu wollen oder auch nur zu können. Das muss man doch sehr klar an der Stelle konstatieren. Und einen Punkt will ich an der Stelle auch noch mal anmerken, was die Wahlkreise und was überhaupt das Prozedere anbetrifft. Der Staatssekretär hatte ja in der Sitzung des Kommunalausschusses darauf hingewiesen, es wäre gut, wenn wir schnell und zügig agieren würden, weil die Kommunalwahl ja auch vorbereitet werden muss. Und eins will ich Ihnen mal sagen, die Kommunalwahl ist so nah vor der Tür, dass wir im August die Wahlkreise bestimmen müssen. Also sie ist nicht irgendwann, sondern jetzt ganz konkret müssen die Verwaltungen handeln. Und deswegen kann ich Ihnen auch nur ein Stammbuch schreiben, es ist falsch,
egal wie man das normativ sieht, an dieser Stelle so am Wahlrecht rumzuhampeln. Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie hier in Nordrhein-Westfalen. Was Sie machen, ist Murkserei und hat mit einem vernünftigen Verfahren nichts zu tun. Wir Grünen werden das ablehnen. Wir werden es vor Verfassungsgericht ziehen. Und wir werden alles tun, dass diese Murkserei hier in diesem Hause endlich ein Ende hat. Vielen Dank.